meine Lieben, und willkommen zurück. Das ist wahrscheinlich tatsächlich die letzte oder vorletzte Folge, die wir heute machen, generell machen. Das Projekt läuft wahrscheinlich in 1 oder 2 Stunden aus. Dann ist die Gloss-Beta wieder ganz close. Das bedeutet, wir genießen das noch einmal, dieses Video, womit ich die ganze Burg zeige, mit den schönen Untergrundmusik und so weiter. Hat ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen. Ich habe da fast 1,5 Tage dran gesessen. Naja, deswegen versuche ich die meisten direkt unbearbeitet hochzuschicken. Aber ich werde das eine oder andere in Zukunft auch mit, was haben wir denn hier? Das eine oder andere in Zukunft auch ein bisschen bearbeitet, mit einem kleinen Intro zumindest reinschicken. Wir haben so viel Schwerter. Die haben wir aber selber gemacht. Night Sword. Die sind sogar schlechter als die wir gefunden haben. Oh, gut. Joshi, dann nimmst du das Gute. Das Short Sword ist sogar noch besser. Ich werde verrückt. Naja. Ihr seht, wir haben neben der Ersatzmine jetzt auch noch schon Salz abgebaut. Salz ist wahrscheinlich irgendwie eine wichtige Ressource in Zukunft für das Kochen. Wir haben diesen neuen Clay Brick Ofen. Ich bin jetzt auch mal reingegangen in... Lass mich mal kurz rein dippen. In die Küche. Und wenn wir uns die anschauen, dieses Lovey's Meal, dann ist da irgendwo auch kein Salz drin. Aber Herbs. Wir brauchen für dieses Essen Herbs. Das sind Sachen, die müssen wir noch ernten. Aber wenn wir uns das anschauen, ist da Salz drin. Das heißt, was wir brauchen, ist Salz und Gemüse. Und dann können wir diese Dinger hier bauen. Das ist ziemlich geil. Machen wir, bis wir 10 haben. So, dann können wir jetzt auch mit dem Salz, das wir geerntet haben, was machen. Gold habe ich gefunden. Ihr schaut euch das an. Hier, eine Goldmine. Aber wir können da nicht weiter buddeln, weil, ihr kennt das, stellt die ganze Mauer an. Das wäre echt schade, wenn am Abschluss des Projektes die Burg nicht mal mehr steht. Aber hier sieht man unser Salz. Und wir haben sogar Gold schon... Verdammt, jetzt kommen wir hier nicht rein. Machen wir uns einfach so. Smoked Stew. Hier ist die Beete, die wir angepflanzt haben. Und die und Salz. Hier ist Salz. Können wir dann dieses neue Essen machen. Das wird bestimmt schick. Gold. Und wir haben auch hier schon Gold gegossen. Also alles in allem, finde ich, ist die Burg echt geil geworden. Und wir wissen jetzt nicht mehr, wo man noch groß was bauen könnte. Am Ende des Projektes. Aber, wir könnten einen Unterstand für die Mine bauen. Das wäre doch eine Idee. Wir haben eh so viel Müll hier. Was ist das? Limestone Bricks. Machen wir aus Limestone Bricks. Hier sind sie. Setzen wir ein Fenster dahin. Was meint ihr? Guckt zwar keiner. Wir sind ja am Arbeiten, aber man könnte theoretisch einen aus dem Fenster. Ja. Also, 2 Fenster. Ja. Kommt sofort. Wir können jetzt auch diese neuen Clay Bricks benutzen. Wir können den Boden mit Clay Bricks machen. Vielleicht sieht das ja cool aus. Dann machen wir hier nämlich noch einen kleinen Wachturm daraus. Lass mal sehen. Für einen Wachturm brauchen wir auch eine Treppe. Bevor du die baust. Clay Brick. Treppe.
eine Eingangshalle. Ich glaube einfach nicht so, wie wir dachten. Und eine Holztür. Da bauen wir auch so ein Dach drüber. Jetzt müssen wir denen auch sagen, wir müssen die Dinger herstellen, ne? Mach das mal. Clay. Plötzlich Clay. Da haben wir hier Clay. Nur Clay. 578. Ja, gut. Das ist ja ein bisschen was. Und der Beete wird. Oh, das war ein Headshot. Voll ins Knie. Hier haben wir noch einen Clay-Vorkommen. In dem Salz. Kommt hier eh später. Nein, ist ein Quicks. Eine kleine Treppe rein. Das Loch passt nämlich perfekt dafür. Das machen wir, bevor wir da drin arbeiten. Hier haben wir auch noch Clay. So, da wir nicht viel Zeit haben, geben wir nochmal ein bisschen Gummi am Ende. Ich will noch ein bisschen was mit euch erleben, bevor wir hier Feierabend machen. Die Smoker brennen. Wir haben so gut wie alles, was wichtig ist, entwickelt. Ich glaube, wir haben die ausgeschaltet, damit die anderen Bücher machen. Ever. Ever. Forever. Warte mal. Wir haben das Ding zweimal gebaut? Na, egal. Wir hatten echt bekloppt. Unser. Ach, hier. Okay. Pause. Nee, machen wir nicht mehr Pause. Wie schön der Regen da abfließt. Guckt euch das an. Ist cool geworden. Auch das hier. War ich mir nicht so sicher, als wir das gebaut haben. Guck mal, wie schnell die fertig sind. Das, was natürlich fehlt, sind die Lehm. Oh! Wie schnell die welche hergestellt haben. Das ging echt flott. Firewing Clay. Die werden jetzt gebrannt, die Ziegel. Die Burg ist auch jetzt optisch schön geworden. Verteidigungsmäßig. Ein richtiges Torhaus wäre schon geil geworden, aber wir können das ja nicht selber bauen. Aber wenn die Closed Beta vorbei ist, entwickeln wir neue Inhalte. Bugfixen kam während der Closed Beta auch immer wieder. Das haben die echt geil gemacht, die Entwickler. Und was jetzt noch fehlt, ist der Release. Was wir machen können. Limestone Bricks. Wir haben Limestone. Gold, Iron, Limestone. Hier. Ja. Machen wir die Bricks. So. Und hier bauen wir unser Dach. Das will ich heute noch mit euch machen. Mal gucken, wie die Brickdächer aussehen. Als so kleines Add-on für nach der Führung. Für die treuen Zuschauer unter euch, die noch weiter zuschauen. Auch wenn sie das Endresultat eigentlich schon zwischenzeitlich gesehen haben. Schick. Dann können wir das hier. Leute, ihr schlaft zu lange. Zwischenzeitlich kam auch nochmal so ein Abgesandter. Aber so hart wie wir sind, haben wir gesagt, nö, ich hab keine Lust mehr auf so viel Tod und Mordschlag. Mord und Totschlag. Und
Na, und deswegen haben wir gesagt, nee, wir wollen keine neuen Einwohner. Das reicht, das reicht. Talon 5. Talon 5. Was ist das? Carpentry. Metal Shield? Hat doch ein paar Metal Schilder. Ah, die Clays sind echt geil. Also das sieht echt viel besser aus als das, was wir haben. Die Claydächer gefallen mir bis jetzt am besten. Ich dachte erst Holz, aber... Aber vielleicht hätten wir alles mit Clay bauen sollen. Ich fand, das sah nicht so schön aus auf den Bildern. So, ein bisschen Clay gesammelt. Ja, bald keine mehr haben. Immer noch 500. Wollt ihr so viel verbrennen? Futter haben die auch noch mehr als genug. Bete 100. Vomit 70. Hungern werden die nicht mehr. Das sind, glaube ich, Herbs. Ne, sind die nicht. Wo waren die Herbs? Hier waren irgendwo Herbs. Aber lass mal sehen, wo die Herbs sind. Ich habe nämlich noch keine gesehen. Vielleicht gibt es die auch noch nicht. Das können doch nicht die Herbs sein. Red Puant. Das sind doch Beeren. Oder? Das ist Heu. Heu sind auch keine Beeren. Ups. Ach, das sind die Blumen. Gucken wir uns mal an, wie eins von diesen Futterlöchern aussieht. Ja, guck mal, die warten, nachdem das Claydach echt so geil aussieht. Aber wir können nicht anfangen. Weil ihr Nudeln nicht schnell genug die brennt. Ah, neue Fuhr. 20. 20. Aus 50 wären nur 20. Das dauert ja ewig. Vielleicht sollten wir die nochmal aus Leimbrocken machen. Oh, sollen wir noch einen letzten Kampf? Wäre schon cool. Ja, ja, machen wir. Was bist du? Ein Fräulein. Ein nackiges Fräulein. Was kannst du? Nichts. Nahkampf. Nahkampf ist okay. Wir haben doch hier irgendwo noch eins von den bedeutenden Schwertern, die wir selber gemacht haben. Guck mal, ein bisschen Armor ist hier auch noch. Gönn dir. Gönn dir, Kleine. Hier genau. Wir machen die nicht. Was? Die Clays sind weg? Bloody hell. Machen die noch einmal mit Bricks. Damit es schneller geht. Und machen dann den Boden aus Clay. Den würden wir ja sehen. Fräulein Isabel. Haben Sie sich die Rüstung angezogen? Haben Sie? Was ist mit den Helmen? Den haben wir selber gemacht. Das ist ein Top-Helm. Er war damals noch im Familienbesitz der Großeltern. Fräulein, das Schwert noch. Oder wollen Sie sich mit Luft und Liebe verteidigen? Ui, die sind aber besser. Was hat das jetzt? Nimm das hier. Das haben wir selber gemacht. Das taugt was. So, Fräulein, jetzt darfst du deine Wunden heilen gehen.
Wir haben ein bisschen Clay da gemacht, oder? Bitte sag mir, wir haben irgendwo Claypots. Nein. Ah, Leute, so wird das nichts mehr. Tja, muss ich wohl, wenn die Beta noch nicht geschlossen ist, gleich noch eine Folge machen, damit wir uns selbstverständlich anschauen können, wie das Fertige aussieht mit den Bricks, wenn wir noch hier so schaffen, sogar Brickwände. Aber ich fand, die sah nicht so schön aus. Wir haben ja die ganze Zeit gesehen. Ich fand, das sieht geil aus. Aber man täuscht sich schnell. Ich meine, guckt euch dieses Dach an. Boah. Geht mir aber in der Flöte. Also sie ist ausgerüstet, mehr können wir für sie nicht machen. Was ist mit unserer Schmiede? Wir haben hier kein Eisen mehr. Wir haben doch Iron. Ja, 200. Die veräppeln mich hier. Guck mal, der Boden sieht schick aus. Also, schreibt mir doch in die Kommentare, was sieht für euch besser aus? Brick? Aus Lehm? Oder Brick? Aus Stein? Kalkstein? Es hat irgendwie mehr Fläche, mehr Struktur, ne? Das wäre gut als Außenwand. Aber anstelle von dem Holz wäre das super. Okay, ich sehe schon, wir müssen hier einen Querstreber einsetzen. Genau, sonst wird das nichts. Aber ist nicht schlimm, so ein Querstreben sieht auch gut aus. Wie schnell die Zeit vergeht, gleich ist die Folge schon wieder vorbei. Und es gab noch keinen Raid. Da noch keiner geschmiedet. Was sagt uns das, Missy? Sechs. Wir können uns das Königsschwert aus Gold angucken. Also nächste Folge gibt's das Königsschwert aus Gold und wenn wir noch fertig werden, das Brickhaus. Sieht schick aus. So viel Wissenschaft. Wenn ihr mal in der Baker Street wart, dann sieht das da extrem ähnlich aus. So wie Sherlock Holmes früher da mit Watson gearbeitet hat. Unsere kleinen Bücherregale. Ich finde, das haben wir schick gemacht. Kann man das lesen? Na, nicht mal bei der besten Auflösung. Aber die haben auf Details geachtet. Schaut mal, wie die Buchstaben hervorgehoben sind. Das ist eine verlorene Kunst, das macht heute leider keiner mehr. Sehen wir noch das goldene Schwert? Waiting for Ressourcen. Wir haben 50 Gold, das weiß ich. Wie die Smith? Nichts anderes machen. Whiting, warum? Ich check diese nicht. Irgendwie check ich das noch nicht. Wenn ich alles runter mache, kommt das immer noch. Naja, was soll's. Wir haben uns die ersten Steine aus Brick angeguckt, die sehen geil aus. Das Dach sieht auch geil aus. Ich glaube, ich lasse noch ein bisschen laufen im Hintergrund, bevor wir die nächste Folge anfangen, damit wir noch ein bisschen Fortschritt, Progress kriegen, bevor die nächste Folge anfängt.
Ja. Oder auch nicht. A possible flaying alive. Sollen wir den austeilen oder nicht? Naja, wie das weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Also, bewerbt nicht vergessen, reinschauen und hoffen wir mal, dass es die nächste Folge gibt. Bis dann. Ciao.